Bring, bring. Ah, hallo Maike, hier spricht Clavel. Hättest du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Ja, ich wollte eigentlich die Aufnahme starten und ein bisschen Shiny Hunt. Na, ich habe reichlich Zeit. Oho, du wirkst aber gut gelaunt. Das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten. Da komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte. Schon wieder? Ist so die Blaubeerakademie in der Einnahregion ein Begriff? Ja, tatsächlich schon. Richtig. Du hast dich ja zusammen mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Genau, das war nämlich der erste Teil des DLCs. Der Direktor besagter Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Er möchte dich dort als Austauschschülerin willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Besonders als eine Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Und nicht mich. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht, ja, exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Dann können wir alles weitere besprechen. Nur denn, ich will nicht weiter stören. Du hast sicher viel zu tun. Geh weiterhin gut auf dich, ja. Ja, ich wollte noch weiter Shiny hunten, aber ja. Shinies sind schon verschwunden. Auf jeden Fall, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Scarlet, Pokémon Karmesin auf Deutsch. Wir holen uns erstmal unser Team ab. Oh, das ist meine Shiny-Kiste. Wo habe ich meine Pokémon gelagert? Oh, hier sind sie. Ja. So, für die Leute, die mein Team nicht kennen. Diese Pokémon sind die, die wir benutzen werden auf unserem Abenteuer zur Blaubeerakademie im zweiten Teil des DLCs. An erster Stelle irgendein Pokémon aus meinem Main Team, in diesem Fall jetzt erstmal Delphi-Man. Ein Shiny Sir Driplin, der sich jetzt neuerdings sogar nochmal entwickeln kann im DLC, dazu dann mehr später. Vater Litscher, weil es ein cooles Pokémon ist. Ein sehr starkes Freddy. Und natürlich unser allerliebling Ogapon. Ja. So, ich glaube, ich muss einfach nur auf die Map gehen. Map wechseln. Ah, ne, ich bin ja schon in Paldea. Das ist ja super. Genau. Kurz erwähnt, wegen Shiny Hunting. Warum ich erwähne, das ist eigentlich die ganze Zeit mit Shiny Hunting. Das ist, weil jetzt erstmal für, ich glaube, Rest des Jahres könnt ihr Flabébé, Lichtel und in der Blaubeerakademie Hokumil Shiny Hunten, wenn ihr diese Symbole seht, die so glitzernd leuchten. Also macht das auf jeden Fall, weil glaubt mir, die Shiny Shocks sind echt geil. Sind so 1 zu 200 oder so, also richtig gut. Und ich habe schon 5 Shiny oder so in einem Tag gefunden. Also lohnt sich einfach. Werde ich auch auf Twitch streamen, falls ihr das sehen solltet. Dann bin ich vielleicht sogar schon live. Mal gucken, wer weiß. Und jetzt erstmal, ich weiß nicht, warum habe ich eigentlich die Maske noch an? Kann ich die ausziehen? Wie ziehe ich die Maske aus? Warte mal. Ah, indem ich nach links drücke. Alles klar. Na gut, dann auf zur Akademie und zum Büro von Direktor Clavel. Denn ich bin bereit auf ein neues Abenteuer in Einal. Das ist ja Gen 5. Das ist die Gen 5 Region. Ich dachte erstmal, der erste DLC wäre die Gen 5 Region, aber nee, das ist der zweite DLC. Da habe ich mich leider vertan. Nanu, spüre ich da ein bekanntes Gesicht? Dich habe ich da schon mal gesehen. Wer war es noch gleich? Maike, ich heiße Maike. Ach ja, richtig, Maike, aber klar, das wusste ich natürlich. Nun gut, dann fackeln wir mal nicht lange rum. Lass uns aufbrechen. Einen Moment bitte, Direktor Ciano. Ja, schau mal einer an. Klar, wie alt ist aus? Du hier? Du siehst gut aus. Natürlich bin ich hier. Ich bin hier der Direktor. Und bitte nenn mich nicht so vor Schülern. Hatten wir uns außerdem nicht darauf geeinigt, dass wir uns in meinem Büro treffen? Ach ja, kein Bock gehabt. Aber Schwamm drüber. Es ging doch sowieso ohnehin um diese Schülerin, oder nicht? Das mag schon richtig sein, aber verzeih, Maike, du bist sicher gerade etwas verwirrt. Eigentlich nicht. Sonst bin ich es immer, aber gerade nicht. Das hier ist Ciano, der Direktor von der Blaubeerakademie. Er ist derjenige, der dich für den Schüleraustausch gewinnen möchte. Jawohl, der Direktor, das bin ich. Hat dich das noch nicht erwähnt? Ihre Reaktion nach zu urteilen, hast du das wohl versäumt. Aber apropos, aus welchem Grund hast du ausgerechnet Maike als Austauschschülerin ausgekoren?
Na, gute Frage, Klavi. Naja, also die Sache ist die... Was war doch gleich der Grund? Ach ja, richtig, Kitakami. Sie war doch auf der Exkursion dort mit einer unserer Schülerinnen unterwegs, nicht wahr? Ich glaube, sie heißt Hanna. Hanna kenne ich noch. Sie hat dich jedenfalls empfohlen. Und jetzt, wo du so vor mir stehst, ja doch, du hast mich überzeugt. Was? Nur wegen meinem Aussehen? Oh, du siehst also auch Potenzial in ihr? Als Außerschülerin würdest du sicher frischen Wind in unsere Akademie bringen. Siano verfügt über eine gute Menschenkenntnis, das muss man ihm lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Blaubeerakademie besuchen und dort neue Erfahrungen sammeln würdest. Natürlich nur, wenn du es auch möchtest. Ja, warum nicht? Shadian kann ich ja auch noch später im Jahr. Sieh jetzt als eine Erweiterung deiner Schatzsuche an. Gerne würde ich dich selbst begleiten, aber mit Direktor Siano an deiner Seite solltest du gut betreut sein. Darf ich gleich da rausgehen? Aber sicher, keine Sorge! Ich hoffe, diese Erfahrung eröffnet dir den Weg zu einem neuen kostbaren Schatz. Nun dann, ich wünsche eine gute Reise. Ciao, ciao. Jo. Man sieht sich. Sag mir einfach Bescheid, sobald du dich auf den Weg zur Blaubeerakademie machen möchtest. Okay. Bescheid. Ah, bist du ready? Klar. Also dann, auf geht's. So, und da fliegen wir. Und ich finde das echt cool hier in Scarlet Violet, dass man verschiedene Regionen fliegen kann. Das erinnert mich ein bisschen an Hardcore Soul Silver, deshalb liebe ich das. Der Schatz von Zone 0, Teil 2. Die Indigo, alles kommt es glaube ich, oder? Teil 2, die Indigo-blaue Scheibe. Hier wird es sehr viel um die Terra Crystallization gehen. Und da wird auch vieles erklärt. Und das alles in einem großen Dom in Gen 5. Tada, da wären wir! Herzlich willkommen an meiner geliebten Blaubeer-Akademie. Sehr futuristisch. Musik ist auch cool. Was du hier siehst, ist der Eingangsbereich. Fast alle übrigen Teile der Akademie befinden sich unter Wasser. Ist das nicht fantastisch? Und das ist noch nicht alles. Siehst du, wie herrlich blau hier alles ist? Ich liebe blau. Wir haben uns stark vom Farbton der Blaubeere inspirieren lassen. Okay. Mal sehen, was noch? Hast du vielleicht erstmal ein paar Fragen an mich? Woher kommt denn der Name? Wieso Blaubeeren? Oh, du stellst aber komische Fragen. Naja, das ist so... Die Blaubeerakademie steht in der. Achso, die Blaubeere steht in der Sprache der Blumen für ein ertragreiches Leben. Deshalb wurde angeblich dieser Name gewählt. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist wirklich gut informiert, Tara. Ach, nicht der Rede wert. Und wen haben wir denn da bei sich? Ein Gast? Ja, ganz recht, das ist Maike. Sie ist zum Austausch hier. Ich bin sicher, ihr werdet euch prächtig verstehen. Was? Ist das eine Schülerin aus Paldea, von der ich gehört habe? Entschuldige, ich sollte mich erst erst vorstellen. Mein Name ist Tara, ich bin im zweiten Jahr hier. Es ist recht selten, dass sich direkt aus Jan und den Namen eines Schülers merkt. Also muss es echt was Besonderes sein. Oh je, ertappt. Oh, aber wo du gerade hier bist, Tara, wieso stellst du unseren Neuankömmlingen die Akademie etwas genauer vor? Wie bitte? Ich soll das machen? Deinen Erklärungen kann man vermutlich mehr trauen als meinen. Es mag sein, aber es gibt doch sicher jemanden, der geeigneter dafür ist als ich. Oh, bitte, versteh mich nicht falsch. Das hat nichts mit dir zu tun. Direktor Siano hat nur die Angewohnheit, Arbeit auf andere abzuwälzen. Und das ist ein absolutes No-Go! Uff, ich bitte um Gnade. Andererseits wäre es schon cool, die berühmte Maike besser kennenzulernen. Na gut, was soll's. Ich kümmere mich drum. Grandios! Also dann gehen wir einfach geradeaus weiter in Richtung Eingang. Alright. Hab ich Gasgang. Ich geh zum Ausgang. Kannst du nicht auf Koraidon reiten? Oh, die haben Angst vor den Koraidon. Die Musik. Die ist echt nice. Lass mal sehen, wie groß ist denn das ganze Blaubeer-Akademie-Gebiet? Boah. Also das ist schon gigantisch. Also schaut euch das mal an hier.
Das hier ist der Anfangsbereich, okay? So ein kleiner Strich. Und, boah. Also, call me impressed. Ja genau, die ganzen glitzernden Punkte, das sind dann Hokumir. Das habe ich ja natürlich gefangen, deshalb ist es ein Fragezeichen. Aber das ist das auf jeden Fall. Wir sehen, es gibt vier Gebiete. Eine Savannen-Ära, ein Canyon, ein Polargebiet und ein Küstengebiet. Also wir haben da viele verschiedene Pokémon, die wir alle finden, sammeln und staunen können. Auch ein paar neue. Dazu kommen wir dann auch noch später. Pokémon! Genau, falls ihr vergessen habt, welches Spiel wir sind. Willkommen an der Blaubeerakademie. Ist nicht übel, mit einer U-Bahn und einem Unterseefahrstuhl zur Schule zu kommen, oder? Ja, schon nice. Ups, ich wollte gar nicht mein Handy rausholen. Da war nicht jemand? Jetzt ein Wingull da oben. Süß. Süße kleine Wingull. Das entwickelt sich einfach nicht. Du musst es kämpfen lassen. Oder tauschen, je nachdem. In welchem Areal findet nochmal die nächste Unterricht statt? Ja, in dem Poreal-Areal. Da müssen wir aber warm anziehen, sonst erkennen wir uns noch. Oh, ja, so wie ich gerade angezogen bin. So vergoldet vom letzten DLC. Ich glaube, da wird mir ein bisschen kalt. Oh no. Bei der Mission neulich habe ich... Ja, okay, ich möchte nicht. Das sieht aber schon not bad aus. Oh, hi Bluebella. Ich wollte dich nicht ansprechen, aber okay, gut. Ohne starke Pokémon kommt man nicht weit. Ist das stark? Es geht so, oder? Ich habe sie jetzt extra nicht gelevelt. Bist du die Ausschlussschlagerin? Sehr stark sieht es aber nicht aus. Nicht? Okay. Wenn du meinst, ich finde, ich sehe schon krass aus mit dem Vergoldeten. Ein Tentacher, was, wo? Ja, da. Da. Zeigt unter dem Like-Button und dem Abo-Button. Seht ihr das da unten? Nee? Na gut, also ich hab's gesehen. Ich brauche mehr Pokebälle. Reicht einfach nicht aus, die ich habe. Dann sammle noch einige Missionen BP und dann kaufst du dir besondere Bälle. Okay, warum geben die so Noob-Tipps? In dem DLC? Uff. Toller Text. Ich will BP. Ich auch. Okay. Oh, jetzt passiert was. Oh, ein Kampfareal. Was wird das denn jetzt hier? Das ist nämlich ein bisschen ein Pokémon Kolosseum. So vom Aufbau her. Das hier ist der Eingangsbereich der Blaubeerakademie. Diese Schule legt großen Wert darauf, Pokémon-Kämpfe, musst du wissen. Hier auf dem zentralen Kampfplatz finden unter anderem offizielle Kämpfe statt. Ist er unbenutzt, steht da allen Schülern zur freien Vergnügung. Du solltest hier also öfter Gelegenheit haben, zu kämpfen als in anderen Schulen. Ja, ganz genau, so ist es. Ja, so wie es gesagt hat, genau. Mit ihnen im Nacken wird die Sache nicht unbedingt leichter, Dr. Siano. Wo war ich? Ach ja, die Meeresbrise hier ist sehr angenehm. Deshalb verbringen viele Schüler ihre Pause auf den Zuschauerplätzen, selbst wenn gerade kein Kampf stattfindet. Oh, und es gibt da noch eine andere besondere Sache an unserer Schule. Halt dich fest. Wilde Pokémon terrakristallisieren hier manchmal. Aber bei uns doch auch? Aha. Oh, stimmt ja, in Paldea ist ja sowas ganz normal. So ist es. Das Phänomen der Terrakristallisierung wurde in Paldea entdeckt. Wir haben aufbauend auf dem Terrakristall-Orb unsere ganz eigene Technologie entwickelt, mit der sich die Terrakristallisierung kontrollieren lässt. Und jetzt wirst du doch bestimmt wissen, wie wir das erreicht haben, oder? Nein. Ich glaube, die Erklärung ist leichter zu verstehen, wenn wir uns unten befinden. Meinen Sie nicht auch? Ach, du denkst wirklich an alles. Oh, ich hätte eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir beiden gegeneinander kämpfen? Was? Jetzt sofort? Jetzt sofort. Ich würde gerne sehen, was Michael so drauf hat. Tara ist ein Mitglied der Top 4 unserer Liga AG, musst du wissen. Aha, also eine neue Liga gibt's hier. Aber bitte nicht neue Orden. Außerdem ist ihr Vater ein Arenaleiter der Einer-Region. Oh, Lore? Boah. So viele männliche Arenaleiter gab es gar nicht in Einer, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Seit dem Legend 5 spielen. Von ihr kannst du sicher etwas lernen. Hey, sie planen ja einfach so persönliche Informationen über mich aus. Das ist ein absolutes No-Go. Ich schaue mir euren Kampf gleich aus der Nähe an. Bitte entschuldige, wenn Direktor Siano sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abbringen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf unseren Kampf. Hier in der Blaubeerakademie werden hauptsächlich Doppelkämpfe ausgetragen. Oh Gott, ey, Gen 5 all over again, oder was? Mal sehen, wie du dich ranschlägst. Viel Erfolg. Nee, ich habe vorhin erwähnt, Pokémon Kolosseum. Jetzt ist es wirklich Pokémon Kolosseum. Weil da gab es nur Doppelkämpfe. Oh.
schöne Kristalle. Tara fordert dich heraus. Ich mag Tara. Und Cyanus ist auch nice. Oh, süß. Plus und Minun. Als Vertreterin der Blob-Akademie darf ich mich nicht vor dir blamieren. Na, wird sowieso passieren. Level 70. Das ist einfach ein Gen 5 Remix. Oh mein Gott, wie cool. Oh, ich liebe den Kampf wie aus Gen 5, deshalb feiere ich das voll ab. Oh, der Remix. Oh, es geht richtig ab. Ich bin gerade so am Boppen. Oh, das ist ein echt geiler Remix. Ich weiß, im letzten DLC habe ich kaum die Musik erwähnt, deshalb versuche ich das jetzt mal ein bisschen zu ändern, aber ich hätte nicht gedacht, dass es direkt mit dem Banger losgeht. Junge! Keine Wirkung. Ich frage mich, ob die auch von Schwarz-Weiß 2 Musik haben. Jetzt blamiere ich mich, das ist doch Schwarz-Weiß 2 Musik. Ich verwechsel die beiden Spiele immer. Das ist das Problem. So, Plus ist schon mal down. Aber ich wette, sie hat noch viel mehr Pokémon als so die Plus und Minus hier, oder? So, warte. Energieball. Miau, boom. Tot. Nice. Also bisher läuft der Kampf auf jeden Fall sehr schmackhaft. Meine Plus-Minute-Taktik ist nicht aufgegangen. Dann bleibt mir wohl nur noch eine rohe Gewalt. Rohe Gewalt? Oh, was? Stalobor? Der Kontrast. Minun, Plusle, Stalobor. Was? Mehr hat sie nicht? Nur die drei? Okay, da darf ich auch nur mit den drei Pokémon kämpfen. Dann wechsle ich jetzt nicht mehr aus, sondern mache eine Quirlschuss und eine... Ups, und eine Sirup-Bombe, damit man die goldene Sirup-Bombe von meinem Shiny sehen kann. Nein, hat sie überlebt. Ja, doch überlebt. So, jetzt Sirup-Bombe. Shinies haben eine goldene Animation. Mano. Nein, ich überlebe das. Ey, nein. Zertrapplen. Das wirst du noch bereuen, Miss. Aber erstmal beenden wir den Kampf hier. Ah, leider schon vorbei. Mist, hätte den Kampf länger machen müssen. Hätte die Musik länger hören können. Egal, auf YouTube gibt es sowieso bestimmt. Oh, ein überwältigender Sieg. Überwältigender Sieg. Mein Gott, was ist mit mir? Wahnsinn! Du weißt wirklich, wie man kämpft! Ich hätte nur gerne gesehen, wie jemand aus dem Heimatland der Terrakristallisierung sich einsetzt. Hier an der Blaubeerakademie wurden erst vor kurzem Terrakristall-Ops verteilt. Vielleicht wirst du mir ja noch ein paar Tipps geben können. Oh, hätte jetzt was anderes gesagt, wenn ich mich crystallized hätte? Oh, sorry. Gut gemacht, ihr beiden! Ein wahres Spektakel von einem Kampf war das. Ach ja, wir haben übrigens auch eine Schuluniform für dich. Hier, probier sie doch mal an, dann fühlst du dich bestimmt gleich als Teil unserer Akademie. Uniform? Naja, ist okay. Ist okay. Die steht dir super! Schneidig siehst du aus. Nimm doch bitte auch noch das hier an dich. Blaue Style-Karte. Ah! Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine neue Auswahl. Okay, das gucken wir uns dann auch gleich mal an. Mit dieser Karte, ja, habe ich ja gerade, hast du ja gerade schon gesagt. So, jetzt wo du richtig zu uns gehörst, wollen wir mal weiter ins Innere der Akademie. Du kannst dir an den Schranken dort drüben aussuchen, wohin du möchtest. Dann bekommst du auch die weltberühmte Terrakuppel der Blaubeerakademie zu sehen. Mhm. Ist das so? Hallo. Der Kampf am Sieger ist ein Eingangsbereich und wird für offizielle Kämpfe der Blaubeerakademie benutzt. Wenn der Champ kämpft, sind die Zuschauerplätze voll besetzt. Das stell ich mir vor. Ich hab deinen Kampf gegen Tara gesehen. Das war ein Pokémon dabei, das ich noch nie gesehen habe. Welches von denen? Bald ist es soweit. Wofür?
Das schmeckt interessant. Aha. Ganz toll. Ja, oder? Sehr süß. Ja, sehr süß. Gesteinsforschung 2 ist so schwer. Ich kapier gar nichts in dem Kurs. Oh, stimmt. Ich hab den. Ich hab die Unterrichtskurse noch gar nicht gemacht. Im Base Game. Ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht machen, oder? Warum versuchst du nicht im Savannah-Areal ein Rihorn zu fangen? Rihorn. An der Blob-Akademie sind Doppelkämpfe an der Tagesordnung. Ob das daran liegt, dass einem dabei mehr Strategien zur Verfügung stehen? Oder um einfach ein bisschen das Gameplay abzufreshen? Gehen wir in die Mensa. Auf deine Rechnung. Auf deinen Nacken! Meeresbrise tut gut. Ich will lieber ins Bett. Oh. Ah, so, so. Mhm. Lecker. Darf ich was abhaben? Wie wär's, wenn wir was abholen? Vom Klamottenladen. Und zwar können wir einfach wieder zurückgehen in die Paldea-Region und dann zu einem Klamottenladen fliegen. Ich weiß gar nicht, wo der ist, deshalb gehe ich ihn kurz suchen. Aber nur, dass du Bescheid wirst, ihr könnt einfach wegfliegen und zurückfliegen. Easy peasy, einfach so. Wow, eine Blaubeerkarte. Da muss ich gar nichts sagen und hol direkt die neuen krassen Sachen raus. Yeah, okay, ich weiß nicht, wo alle Orte sind, aber wir gucken uns trotzdem mal alles Neue an, was die zu bieten haben. Ist das bitte das blaue Symbol das neue? Ja, oder? Oh, das sind das zwei. Ja, okay. Das hier ist so türkis, das heißt, das ist vom ersten DLC und das hier ist vom zweiten DLC. Verstanden. Das sind jetzt hier die Rucksäcke, ist alles das gleiche. Also es gibt nur einen neuen Rucksack, diesen Marine. Ah ne, es gibt auch Lack. Leder. Lackleder-Rucksack. Aber oben? Ne. Das ist alles das gleiche. Ich weiß nicht, was ich gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da gelesen habe, aber es war auf jeden Fall nicht richtig. Bleib immer noch verglitscht. Fixen die nie, wenn sie auch nicht fixen. Und ich glaube, das ist auch ein. Das war der Friseur, oder? Oh, das war der Friseur. Ich glaube, es gibt keine. Gibt es neue Frisuren? Boah, lass mich mal kurz nachschauen. Ja, doch, es gibt neue Frisuren, denn sie hat gerade gesagt, dass sie für die Blaukarte etwas Neues anzubieten hat. Wir schauen mal, was sie denn anzubieten hat. Mit einer neuen Frisur reinzugehen. Na, warum nicht mal was Neues ausprobieren? Es gibt jetzt Flechtzopf mit Undercut. Es gibt halb offen und lockig. Das ist schick. Das ist schick. Kurzer Bob mit Locken. Stoppelfrisur mit Muster. Oh Mann. Gerader Bob mit Pony. Süß. Und moderne Bienenkorbfrisur. Ja, also alle ganz nett, aber ich glaube am meisten gefällt mir halb offen und lockig. Deshalb nehmen wir das einfach mal. Farbe, gibt es da keine neue, können wir behalten. Tja, eine neue Frisur in den DLC starten. Bisschen Abwechslung kann doch mal sein, oder? Das sind ja nur 3K. Obwohl, mit LP-Zahlen, wie wir gerade sagen. Mit Let's Plays zahlen, yeah, mit diesen Videos. Ja, Frisur ist okay. Ich fand die von den neuen halt am coolsten, jetzt habe ich sie genommen. Ich glaube aber, die Haarfarbe passt nicht so zu der Frisur, aber ist in Ordnung. Spiel lässt mich ja machen, also warum nicht, ne? Okay, wir können hier erstmal pfeifen, wo auch immer. Und hier gibt es Hüte, okay. Könnt ihr übrigens in den Timestamps einfach skippen, falls ihr das hier nicht sehen wollt. Ich weiß, dass es ja ein bisschen die Spannung rausnimmt. Deshalb erwähne ich das einfach mal. Also, das sind die Sachen vom ersten DLC. Und hier, der Cowboy-Hut. Leider ist es nur schwer mit der jetzigen Frisur vereinbaren, wenn du trotzdem zusagen möchtest. Ah, schade. Okay, aber es gibt auf jeden Fall einen Cowboy-Hut. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich kann euch jetzt gerade nicht zeigen, wie in der Frisur, aber den gibt es. Es tut mir leid. Aber ich meine, es ist halt ein Cowboy-Hut. Da gibt es jetzt nicht so wirklich viel. Ich glaube, Frisuren gibt es, ich meine, Brillen gibt es, glaube ich, nicht so viel Neues. Es gibt Socken neue, glaube ich. Kann das sein? Kann ich einfach nach oben drücken? Ja, dann komme ich direkt runter. Ja, es gibt hier zweifarbige Strumpfhose. Die. Sieht man die? Ich glaube, die sieht man gar nicht. Okay, wegen dem Outfit. Was wir übrigens auch noch ändern können, weil eigentlich gibt es auch immer 4 verschiedene Outfits, oder? Ja. Es gibt nämlich auch Frühlingsuniform. Passt zur Frisur, finde ich. Sommeruniform. Das ist schick. Herbstuniform. Das, was wir die ganze Zeit tragen. Und Winteruniform. Und ein Trainingsanzug scheinbar auch.
Ja, ich glaube, Sommeruniform passt, glaube ich, mit der... Na, warum nicht? Aber ich kann noch mal kurz gucken, ob wir vielleicht hier in einem anderen Klamottenladen noch was anderes finden. Hier sind noch Schuhe. Aber ich glaube, hier gibt es keine besonderen Schuhe oder irgendwas Krasses. Ja, Laufschuhe gibt es hier. Ah, ist okay. Komm, muss jetzt nicht sein. Ja, ja, Füße, bla bla. Okay, schauen wir uns noch kurz die Oberteile an. Ah, da gibt es gar keine andere im Spiel, oder? Ich glaube, wir sind fertig hier. So, und da sind wir auch schon wieder in der Blaubeer-Akademie. Willkommen! Oh, durch die Schranken links und rechts begleitest du in die verschiedenen Bereiche der Akademie. Okay. Wo möchtest du gehen? Zur Terrakuppel, ein Naturpark unter Wasser, in dessen 4 Arealen man auf Entdeckung gehen und Pokémon studieren kann. Dort wollen wir hin. Fancy Animation hier. Ich mag dieses Doppel-Pokéball, sieht cool aus. Und nun sehen wir die Wunder der Blaubeer-Akademie. Das sieht schon cool aus. Ja, doch. Hat was. Und die, wir dürfen sogar Koralldon hier benutzen. Ich habe übrigens noch die zweifachen Socken gekauft eben. Und ja, hier sind wir auch schon in der Kuppel. Wow. Schaut euch das mal an. Und hey, schaut mal, wer da auf uns wartet. Unsere Kamerafreundin. Sehr nice. Na, ihr beiden? Das hier ist der stolze Blaubeer-Akademie, der weltberühmte Unterwasser-Naturpark, die Terrakuppel. Kaum zu glauben, dass wir uns unter der Meeresoberfläche befinden, oder? Da Projektionen an die Wände und die Decke geworfen werden, könnte man meinen, wir seien oben im Freien. Hier werden die optimalen Lebensräume für verschiedene Pokémon künstlich erzeugt. Das habe ich übrigens alles selbst entworfen und es war nicht billig, das konntest du mir glauben. Im Inneren der Kuppel gibt es 4 Areale. Hier siehst du das subtropische Savannenareal. Rechts... Oh, geiler Bug. Rechts davon befindet sich das Küstenareal, das eher tropisch angehaucht ist. Auf der linken Seite haben wir das zerklüftete Canyon-Areal. Und zum Schluss gibt es dort hinten noch das schneebedeckte Polarareal. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden in jedem Areal strengstens reguliert. Daher trifft man in den 4 Bereichen völlig verschiedene Pokémon an. Ganz schön ausgetüftet, was? Welches Areal interessiert dich am meisten? Puh, Schnee. Eigentlich nicht. Wir hatten sowas schon im Schwert und Schild DLC. Aber ich sag trotzdem mal Schnee, weil ich mag Schnee. Dann magst du also kalt, was? Ich komme mit Kälte nicht so gut klar, aber Eispokémon können echt niedlich sein. True, true. Wenn du deine Pokémon wieder aufpäppeln willst, stehen hier im Inneren der Kuppel sogenannte Heilomaten zur freien Verfügung. Und nun eine Frage an Sie, Dr. Luciano. Wie kommt es, dass an der Blaubeer-Akademie wilde Pokémon terrakristallisieren und Kristalle entstehen? Das soll ich beantworten? Aber das weißt du doch sicher selbst. Ich verstehe schon, ich soll auch mal was zu der Tour beitragen. Ja, also der Grund dafür hängt an der Decke. Schaut doch mal ganz nach oben. Was ist das denn? Das, was da am künstlichen Himmel prangt, ist der Kuppelkern. In ihm befindet sich eine Flüssigkeit, die mit einer speziellen Substanz aus Paldea versetzt ist. Er strahlt kontinuierlich Kristallenergie aus und ermöglicht so innerhalb der Kuppel die Terrakristallisierung. Ganz genau, eine wunderbare Erklärung. Wo Sie es gerade erwähnen, was ist eigentlich diese spezielle Substanz im Kern der Kuppel? Dazu gibt es keine öffentlichen Informationen, oder? Was soll ich denn jetzt legal sagen? Jetzt habe ich doch glatt selbst vergessen, worum es sich dabei handelt. Das hatte ich alles Brianna überlassen. Deswegen kenne ich mich nicht so gut damit aus. Ah, hab's mir schon gedacht. Ding, dong, dong, dong. In Kürze beginnt der Praxisunterricht im Küstenareal. Alle teilnehmenden Schüler werden gebeten, sich im Küstenareal zu versammeln. Wie es aussieht, fängt gleich der Unterricht an. Das ist doch perfektes Timing. Hättest du Lust, gemeinsam mit mir einen ersten Eindruck von unserer Akademiekursen zu bekommen? Ja, klar. Du bist wissbegierig, das gefällt mir. Ich registriere mal schnell die Karte für die Kuppel auf deinem Smart-Proton. Cooles Handy. Meins ist vergoldet. Die Karte der Terrakuppel wurde deiner Karten-App hinzugefügt. Meiner Meinung nach macht es eher Spaß, die Terrakuppel im Alleingang zu erkunden. Eine Führung, bei der man jemand anderem folgen muss, wäre da wahrscheinlich eher lästig.
Gut, dann treffen wir uns gleich beim Unterricht im Küstenareal. Da findest du mit Sicherheit hin. Na, ihr scheint ja auch ohne mich bestens zurechtzukommen. Wie bitte? Wir haben dir bereits ein Zimmer eingerichtet, Michael. Schau es dir doch mal an, sobald du etwas Zeit hast. Ach, und öffne doch mal bitte kurz deine Pokédex-App. Ja, was gibt's denn da? Ah, den neuen Pokédex dieses Areals. So ist recht. Dann lass es mal ordentlich krachen und fang jede Menge Pokémon in der Terra-Kuppel. Dann bekommst du noch was von mir. Ich wünsche dir viel Vergnügen hier an unserer Blaubeer-Akademie. Jetzt ist er wirklich einfach gegangen? Aber mach dir keine Sorgen. Auf mich kannst du dich verlassen. Los, gehen wir zum Unterricht. Ich warte im Küstenareal auf dich. Im Küstenareal? Küstenareal. Freunde, da geht's dann in der zweiten Folge dann auch richtig los. Erste Folge war nur ein kleiner Einblick, was auf euch zukommen wird. Also, falls das schon mal interessant war, dann guckt euch auch die zweite Folge an. Die ist vielleicht sogar schon online, wer weiß. Ja, nimm am Unterricht im Küstenareal teil. Mal kurz gucken. Wir sind gerade im Savannenareal. Küstenareal ist hier oben. Also in Richtung, wo das Ding hier die Matte hinzeigt, geradeaus gehen. Irgendwo hier oben ist es dann. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.